Moin Leute, herzlich willkommen zu Felix White Ace Attorney. Ali Safi ist wieder hier. Ganz kurze Anmerkung, bevor es weitergeht. Ab jetzt werde ich es so machen, damit ihr wenigstens am Wochenende was zu gucken habt. Gibt's jedes Wochenende, also Samstag, zwei oder drei Videos und Sonntag zwei oder drei Videos. Je nachdem, auf jeden Fall mindestens zwei. Oder wenn ich mal Lust habe, sogar drei. Weil das ist dann ein bisschen kacke, wenn, naja, ihr wisst schon. Ich werde das nochmal bei Super Mario Bros. 3 sagen, weil hier lohnt sich das nicht so richtig, über Off-Topic-Sachen zu reden, weil, ja, man hat eh schon die ganze Zeit zu lesen. Ja, jedenfalls, ja, jetzt, was wir im letzten Part gemacht haben, das ist schon wieder zu lange her, ja, ey, ich bin zu vergesslich. Leicht krank. Aber noch gesund. Nur diesen verkackten Schnupfen habe ich zwar jetzt nicht mehr, aber das ist jetzt egal. Wir haben schon wieder zu viel verbraucht, aber ich werde jetzt sagen, ja. Mr. Gamschuh, ey Mann! Inspektor Gamschuh möchte seine Aussage sagen. Und ja, viel Spaß. Jetzt hören wir uns an. Maya Face Festnahme. Als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Dort befand sich bereits zwei Personen. Die Angeklagte, Frau Maya Fey, und der Anwalt, Herr Phoenix Wright. Ich habe Frau Maya Fey sofort festgenommen. Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Die Zeugin hat Frau Maya Fey genau zum Zeitpunkt des Mordes gesehen. Genau zum Zeitpunkt, sagen Sie. Nun gut, Herr White, Sie können mit dem Kreuzverhör beginnen. Ja, Euer Ehren. Was soll ich nur fragen? Ich habe keinen einzigen Widerspruch in dieser Aussage finden können. Wusch. Klatsch. Wie soll man das so kommentieren? Hey. Maya hat gerade etwas nach mir geworfen. Was ist das? Wenn meine Schwester keinen Widerspruch in der Aussage eines Zeugen finden konnte, dann hat sie was geblufft. Okay, das Wort kenne ich jetzt zwar nicht, aber okay. Dann hat sie geblufft. Nee, geblüfft, oder? Ach, egal. Und die Zeugen zu jedem Detail ausgequetscht. Der Zeuge verstrickt sich immer in etwas und sagt was Falsches. Das hat sehr oft funktioniert. Hey, hätte mir denken können, dass Maya einige Tricks ihrer Schwester kennt. Also gut, ein Versuch ist es wert. Ist irgendwas? Nein, Euer Ehren. Ich würde gerne mit dem Kreuzfeuer beginnen. Oh ja. Ach ja, das war ja der Backen, den kann ich aber nicht leiden. Der fühlt irgendwie so cool. Wie ist er nochmal? Miles Edgeworth, ne? Egal, machen wir, okay. Als der Anruf kam, eilte ich sofort zum Tatort. Von wem, sagten sie, wurden sie angerufen? Hey, mein Lieber, stellen Sie sich nicht blöd. Sie wissen genau, von wem. Der Anruf kam von einem Gast aus dem Hotel Gatewater. Genau gegenüber vom Tatort. Ich habe seine Aussage angegriffen. Hat wohl nicht viel gebracht. Richtig, bitte fahren Sie fort. Dort befanden sich bereits zwei Personen. Inspektor Gamschuh, wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Eingang des Anrufs in ihrer Ankunft am Tatort? Nun, ich würde sagen, es waren ca. 3 Minuten. Das war ja richtig schnell. Unser Motto für diesen Monat ist schnell reagieren. Darum war ich da, bevor der Mörder abhauen konnte. In der Tat.
Sagen Sie uns doch bitte, welche beiden Personen Sie am Tatort angetroffen haben. Ja, gern. Die Angeklagte war Maya Fey und der Anwalt Herr Felix Wright. Sind Sie sich absolut sicher, dass es wir beide waren? Hör mal gut zu, mein Lieber. Deine blöde Masche bringt dir gar nichts. Die Kleine mit ihren Hebeklamotten und sie mit ihrer Igelfrisur. Ihr zwei seid so auffällig wie Verdächtiger an einem Tatort. Nun, was sie betrifft, hat er nicht ganz Unrecht. Sie ist unverwechselbar. Sie sollte die Punkte, die Angreifer vorsichtiger auswählen. Ich habe Frau Maya Fey sofort festgenommen. Warum? Was ist der Grund? Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Komm hier schon mal. Nee. Auch nicht. Bodenplan. Ah ja, kann man ja prüfen. Aber das ist jetzt noch nicht der Grund. Ey, Mann, meine scheiß Nase. Ich hab grad übelst. Beschreibung. Warum? Wir hatten eine Zeugenaussage mit ihrer Beschreibung. Eine Kopfwunde, sofortiger Tod. Ich weiß nicht. Na. Wir machen es einfach so wie immer. Wir greifen einfach alles an. Und wenn wir nochmal auf dieses Dings wieder zugreifen können, dann gucken wir nochmal nach. Warten Sie mal. Ja. Ja? Wenn ich richtig verstehe, haben Sie gesagt, Sie hätten sie verhaftet, da eindeutige Beweise gegen sie vorlagen. Hä? Ich soll das gesagt haben? Ich habe es genau gehört. Sie haben es richtig gesagt. Sie haben es gesagt. Alles stimmt so auf jeden Fall. Was an der Behauptung dieser verdächtigen großen Dame waren, eindeutig Beweise. Wie bitte? Frau May ist nicht verdächtig. Und sicher auch nicht Rosa, mein Bester. Na gut, ich denke, sie ist wohl doch Rosa. Das reicht, Inspektor Gumshoe. Haben Sie irgendwelche handfesten Beweise außer Ihre Behauptungen, Inspektor? Ich denke, angreifen kann so seine Vorteile haben. Ja. Mist. Tut mir leid, habe einiges in meiner Aussage durcheinander gebracht, euer Ehren. Ey. Nee. Machen wir einfach weiter. Es gibt da was, das ich Ihnen als erstes hätte sagen sollen, euer Ehren. Nun gut, Inspektor, dann wollen wir Ihre Aussage nochmal anhören. Zeugenaussage, eindeutige Beweise. Mann, meine Nase nervt übelst. Ich mach kurz Cut, ich putz mir schnell die Nase. Klingt komisch, ist aber so. So, hoffentlich geht jetzt meine Nase jetzt nicht mehr auf den Sack. So, machen wir weiter. Eindeutige Beweise. Nach Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Dabei habe ich neben der Toten ein Stück Papier mit einer Notiz gefunden. Darauf stand deutlich Maya mit Blut geschrieben. Die Labortests ergaben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden. Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Denkst du? Aber wir wissen's. Wir wissen genau, was passiert ist. Alles Lüge. Na, was sagen Sie nun? Das sind meine eindeutigen Beweise. So. Bevor wir mit dem Kreuzfahrt beginnen, habe ich eine Frage an Sie, Inspektor. Euer Ehren? Warum haben Sie beim ersten Mal nichts von diesem wichtigen Beweisstück gesagt? Nun, es ist mir wirklich peinlich, dass ich es vergessen habe, euer Ehren. Seien Sie in Zukunft bitte sorgfältiger.
Nun gut, die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, eindeutige Beweise. Nach Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Und haben Sie Beweise gefunden? Ganz ruhig. Setzen Sie mir jetzt bloß nicht die Pistole auf die Brust. Hören Sie einfach zu. Jetzt kommt der interessantere Teil. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Dabei habe ich neben der Toten ein Stück Papier mit einer Notiz gefunden. Könnten wir das jetzt schon präsentieren? Warte mal, wenn wir angreifen, dann wird das sowieso sagen, bestimmt. Nur weil es neben der Toten lag, bedeutet es nicht, dass sie es auch geschrieben hat. Hört, hört. Wer hat das dann geschrieben, Sie Klugscheiße? Oh, geil. Wer? Natürlich, der Mörder. Der Mörder? Das ist doch klar. Hoho. Sie sagen also, die Mörderin schrieb ihren eigenen Namen? Oh Mann, bitte. Das wurde reingelegt. Moment mal. Wenn dem so ist, wo sind denn ihre Beweise? Die einfach so den Finger so rausstrecken. Ey, das sieht so... Keine Ahnung. Wo ich schon Let's Play von jemand anders geguckt habe oder so. Das ist... Ich finde keine passenden Worte. Keine Ahnung. Ach, ist auch egal. Wenn ich mal zu meiner Dinge bewege, ist noch behinderter, finde ich. Aber egal. Oh, ich habe das gerade gar nicht gelesen. Scheiße, ich habe daran gar nicht gedacht. Wenn ihr könnt es dann sowieso sehen, dann pausiert halt kurz und... Jo, gut ist. Ha, ich glaube, da haben sie sich etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ohne Beweise sollte man lieber den Mund halten, Herr White. Genau, mein Bester. Nun, Inspektor, sagen Sie uns, was in der gefundenen Notiz stand. Ja, ich muss so, damit es zur Stimme passt. Irgendwie halt, ach, ich laber wieder Müll. Darauf stand deutlich Maya mit Blut geschrieben. Die Labortests ergaben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Achso, jetzt geht's wieder von vorne los. Okay, es wurde auch vom Blut des Opfers gefunden. Bevor es starb, trug das Opfer den Namen der Mörderin. Das ist eine ganze Aussage. Okay, da muss es irgendwo einen Widerspruch geben. Mal sehen, wo. Weiter. Dabei habe ich neben dem Tod ein Stück Papier mit einer Notiz. Warte mal. Haben wir schon gemacht, aber ich will nochmal auf Nummer sicher gehen. So, das hatten wir ja schon. Ja, schön. Ich jetzt viel. Oh. Ja, schön. So, jetzt kann ich wenigstens nochmal lesen, glaube ich. Moment mal. Wenn dem so ist, wo sind dann Ihre Beweise? Okay. Können wir das jetzt schon präsentieren? Ich weiß es nicht. Nee, da... Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ey. Ich will nicht hier die 5 Ausrufezeichen verlieren. Ah, shit, ey. Ich glaub den Zettel, ne? Oder? Oh ne, ich glaub nicht, oder? Scheiße! Mann! Nein! Shit! Oh oh!
Oh 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 oh. Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden. Mann! Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Mann, verdammt! Inspektor Gumshoe, haben Sie viele Fälle, in denen das Opfer tatsächlich den Namen des Mörders notiert? Sicher, das passiert ständig in Büchern und Filmen. Das ist kein Film, Inspektor. Lassen Sie uns über die Realität reden, ja? Ich glaube, ich habe noch nicht oft davon gehört, nein. Finden Sie es nicht etwas seltsam, dass das Opfer einen Namen aufgeschrieben hat? Insbesondere den Namen der eigenen Schwester? Nun, ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Stopp, stopp, stopp. Die Meinung des Zeugen in dieser Frage ist irrelevant. Die Fakten sind eindeutig. Das Opfer hat den Namen der Angeklagten aufgeschrieben. Das Opfer hat uns den Namen seines Mörders mitgeteilt. Jetzt sind wir gerade einen Schritt weiter, oder? Ruhe, Ruhe! Das ist daneben gegangen. Das ist richtig, was er gesagt hat. Bevor es starb, schrieb das Opfer den Namen der Mörderin. Achso. Ja, ist jetzt okay. Mann. Ich finde nichts. Nach der Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Die zerbrochenen Überreste einer Stehlampe aus Glas nicht mehr wiederzuerkennen. Nach Festnahme der Verdächtigen habe ich den Tatort selbst untersucht. Ah ne, da wo es umgebracht war, das hat ja nichts mit dem Handy zu tun, oder? Dabei habe ich neben der Toten ein Stück Papier mit einer Notiz gefunden. Jetzt? Ah nee, bin ich blöd. Nein. Ach Mann. Darauf stand deutlich ja, das weiß ich. Die Labortests ergaben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Oh Mann, ich weiß es nicht ganz. Mit einem Gespräch zwischen der Chefin und Meyer zum Anhören prüfen. Du hast dich halt nicht mehr gesehen. Ja, das ist ja das, was wir ja am Anfang des Kapitels ja gehört haben. Ich bin gerade so schlecht, ey, ja. Denkt euch irgendeinen Teil aus. So schlecht, ne? Oh, verdammt. In Frau Mays Hotelzimmer gefunden.
Nee, weiter. Es wurde auch Blut am Finger des Opfers gefunden. Sollte man da irgendwas... Wie lange haben wir es schon? Oh. Ah, Mann, verdammt. Verdammt! Ich weiß gerade komplett gar nichts. versuchen wir es im nächsten Part. Ich muss dann nochmal. Nee, also wenn das jetzt noch hier weitergeht. Sorry. Aber. Machen wir am nächsten Part erstmal weiter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Phoenix Wright Ace Attorney. Bis zum nächsten Mal, euer Alisa4-2301. Und noch nächstes Wochenende kommt, wenn ich daran denke, das 50 Abonnenten-Special, was ich ja gesagt habe mit den Fakten und so. Damit du schon mal Bescheid wisst. Aber ich sag das nochmal alles dann im nächsten Part von Super Mario Bros. 3. Jedenfalls, bis zum nächsten Mal, euer Alisa4-2301. Ciao Leute, macht's gut.